Bei den BVV-Fraktionen ist es so, dass die AfD mit ihnen erstmal neue Möglichkeiten der Agitation auf kommunaler Ebene gewinnt. Die AfD in ihrer Programmatik und in den Äußerungen ihrer Spitzenleute, die hat ganz klar bestimmte Gruppen der Gesellschaft als Feinde und als Störenfriede irgendwie markiert. Ja, und all diese Gruppen müssen jetzt eigentlich befürchten, von der AfD aufs Korn genommen zu werden. Damit ist es aber noch nicht getan. Die AfD gewinnt zunächst mal mit ihren BVV-Fraktionen auch enorme Möglichkeiten der Informationsgewinnung. Sie gewinnt das Recht, die bezirklichen Verwaltungen nach Belieben im Grunde abzufragen, alle möglichen Informationen zu sämtlichen politischen Feldern im Grunde zu erhalten, die so sonst normalen Bürgerinnen und Bürgern nicht ohne weiteres zugänglich sind. Dann wird die AfD vermutlich versuchen, mit diesen Informationen so eine Art Sozialnetkampagne zu fahren. Wird halt sagen, seht ihr, so wird das Geld praktisch für Minderheiten ausgegeben und geht der abstammungsmäßig deutschen Bevölkerungsmehrheit sozusagen verloren. Also so eine Art Kampagnenpolitik, gestützt auf die Informationen, die sie da erhalten, erwarte ich auf alle Fälle. Wir wissen aber bei der AfD, dass sie eben, und das macht auch den Unterschied aus zu NPD und zu früheren Rechtsaußenformationen, die haben halt tatsächlich Leute mit Ausbildung, mit Vernetzung, auch mit Geld in ihren Reihen. Das ist ein Teil des deutschen Bürgertums, der sich da versammelt. Ingenieure, Ärzte, Offiziere, Unternehmer, mittelständische Professoren, Lehrer und noch andere Gruppen sind eben nicht nur so Leute vom Rand der Gesellschaft, die wir teilweise so bei rechtsextremen Formationen haben. Und da sind auch welche dabei, die entsprechende Erfahrungen haben. Also weil wir wissen ja, dass Teile der ehemaligen rechten Flügel von FDP und CDU sich heute auch eingefunden haben bei der AfD. Und da sind auch Leute mit kommunalpolitischer Erfahrung und mit den entsprechenden Kontakten dabei. Deswegen wäre es verfehlt anzunehmen, dass sich die AfD in den Bezirksverordnetenversammlungen und auch im Berliner Abgeordnetenhaus sozusagen von alleine erledigen wird. Es wird, wie gesagt, Verwerfungen geben, aber es werden Kerne bestehen bleiben, die sozusagen langfristig diese rechtspopulistische Politik weiter vorantreiben wollen und werden. Ich glaube, das ist gerade eine offene Frage. Wird es den demokratischen Parteien Berlins gelingen, sich öffentlich wirksam von rechtspopulistischen bis hin zu rechtsextremen Positionen abzugrenzen, sodass es auch in der Bevölkerung ankommt, worum geht es da eigentlich? Und da ist nicht nur die AfD mit gemeint, also es ist rechtspopulistische oder rassistische Äußerungen kommen auch nicht nur von der AfD, also das geht ja zum Teil auch weit in die Mitte der Gesellschaft und weit auch selbst in demokratische Parteien hinein. Und das ist meiner Ansicht nach die große Voraussetzung, vor der, die große Herausforderung, vor der die demokratischen Parteien durch die Bank jetzt in Berlin stehen.